Kontraste, das Magazin aus Berlin. Was für ein Klang sucht ihr denn? Wir Araber arbeiten wie jeder Deutsche auch. Wir sind im echten Leben. So Raubüberfälle, gewalttätige Kämpfe, Drogenhandel. Du bist nur im Studio. Ein Dutzend krimineller arabische Clans hält deutsche Großstädte in Atem. Wir sind im echten Leben. Du siehst einen Menschen schon an, so wie du ihn Angst machen kannst oder wie du ihn einschüchtern kannst. Wir sind im echten Leben. Khaled ist Rapper, Mitglied der Miri-Familie in Berlin. Ein mächtiger Clan, der sonst alles dafür tut, dass ihm niemand in die Quere kommt und hinter die Fassade schauen kann. Ihr möchtet unsere Welt verstehen, kann ich verstehen, ja. Aber was, wenn wir nicht alles mit der Welt teilen müssen? Wir wollen nicht unsere Geheimnisse teilen mit der Welt. Natürlich ist unsere Welt geschlossen. Wir lassen nicht jeden X-Beliebigen in unsere Welt. Wir wollen nicht. Punkt. Warum mächtige arabische Clans in Deutschland nicht wollen, dass Politik, Justiz und wir Medien genauer hinschauen, ist klar. Im Dunkeln können sie besser ihren Geschäften nachgehen, ihre Machtstrukturen ausbauen. Über Jahrzehnte hat das leider gut funktioniert. Und damit guten Abend, liebe Zuschauer. Ob Dortmund, Essen, Bremen oder Berlin, mittlerweile sind die Clanstrukturen in vielen deutschen Großstädten so verfestigt, dass das Bundeskriminalamt gestern einräumen musste, die Bedrohung durch organisierte Kriminalität in Deutschland ist hoch. Schutzgelderpressung, Drogengeschäfte, Raub und Mord. Sogar Polizisten und Staatsanwälte werden bedroht. Das Problem der Clankriminalität ist so groß, dass wir als Magazin aus Berlin eine ganze Sendung dafür freigeräumt haben. Monatelang haben wir gemeinsam mit den Kollegen der Berliner Morgenpost in deutschen Großstädten recherchiert, Clanmitglieder zum Reden gebracht, die Strukturen bis in die Türkei zurückverfolgt. Unser Autor Olaf Sundermeier nimmt sie mit in die Welt der Clans. Berlin-Neukölln. Die Gegend um die Sonnenallee gilt als Clanland. Hier beansprucht ein halbes Dutzend arabischer Großfamilien die Hoheit und hat in weiten Teilen eine Parallelwelt errichtet. Mit eigenen Regeln und eigenen Werten. Um sie durchzusetzen, gibt es immer wieder auch Gewalt. Wie bei diesem Friseur. Am helllichten Tag wurde er von 20 Vermummten überfallen. Mit Axt, mit Messer, mit Holz, da schlagt dir ein Messer oder eine Axt, dann bist du tot. Unter der Hand erfährt man, viele Geschäftsleute zahlen Schutzgeld. Doch der Friseur weiß das von sich. Nein, Schutzgeld nicht. Schutzgeld nicht. Schutzgeld nicht. Khaled Miri ist in Berlin geboren. Er gehört zu einem der größten Clans in Deutschland, dem Miri-Clan. Unter der Bedingung, über einige Dinge nicht zu sprechen, zeigt er seine Welt. Wenn du hier auf der Sonnenallee aufgewachsen bist, dann fühlst du dich wie in der Heimat. Weißt du, was ich meine? An der alten Heimat von deinen Eltern und so, ja. Da lernst du auch richtig gut Arabisch, jeden Dialekt. Weißt du, was ich meine? Wenn ich dir jetzt sage, dass es Gewalt bei uns nicht vorkommt, dann würde ich dich anlügen. Kurz und knapp. Gewalt kommt überall vor. Auch bei uns. Aber das ist bei uns letzte Mittel. Doch wegen ihrer Gewalttätigkeit geraten sie immer wieder in die Schlagzeilen. Der geballte Hass der Familie entlädt sich auf Journalisten und den Richter. Es gibt Morddrohungen. Fahnder berichten immer wieder, wie respektlos die kriminellen Clans im Duisburger Norden ihnen gegenüber auftreten. Ein bewaffneter Raubüberfall mitten im Weihnachtsgetümmel. Und wie hoch die Beute ist, unklar. Nordrhein-Westfalen hat den Kampf gegen die Clans zum politischen Ziel erklärt. Die libanesischen, arabischen Großfamilien sind halt die Familienstruktur, die OK-Struktur, die uns am meisten auf den Nägeln brennt. Die ganze Situation ist sehr abgeschottet, auch für Polizei sehr abgeschottet. Man regelt seine Konflikte untereinander. Man trifft sich, versucht über Gespräche mit Familienoberen Dinge zu regeln, die eigentlich der Staat regeln müsste, und schafft so eine Welt, die in der Tat teilweise einer Parallelwelt gleicht. Und wir als Polizei versuchen genau das aufzubrechen im Moment. Der muslimische Friedhof in Neukölln. Hier haben die arabischen Großfamilien einen eigenen Bereich. Sie gehören zu einer Sippe, sind also alle miteinander verwandt, auch die Miris. Abgrenzung nach außen und Zusammenhalt nach innen haben sie mächtig gemacht. Familie bedeutet für mich alles, ja.
Familie ist das Wichtigste, was du hast in deinem Leben. Ja? Die stehen jeden Tag hinter dir. Was das heißt, wird bei dieser Beerdigung deutlich. Ihre schiere Größe, ihre Loyalität zur Familie und die Verteidigung ihrer Ehre mit allen Mitteln. Das macht sie schlagkräftig. Wenn mir was passiert, kommen meine Cousins. Das ist selbstverständlich. Manche greifen zu Gewalt, manche greifen zu, keine Ahnung, holen ihre großen Brüder. Das würde ich auch für die machen, das ist Familie, wir halten zusammen. Wir wollen das Unmögliche. Wir wollen nicht so leben wie, wir wollen auch den Reichtum haben, den andere Menschen haben. Wir wollen auch die Anerkennung haben, die andere Menschen haben. Warum soll jemand anders diesen Reichtum haben? Ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Es ließ aus Flüchtlingen, die in den 80ern kamen, ein gefürchtetes Phänomen werden. Die Menschen haben gewissen Respekt vor uns. Die Menschen wissen, die können nicht mit uns umgehen, wie die wollen. Die wissen, wenn sie mit uns respektlos umgehen, wird es Konsequenzen haben. Ernsthafte Konsequenzen. Weißt du, was ich meine? Clans machen sich nicht nur in der Hauptstadt breit. In Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Niedersachsen und in Bremen. Das sind doch die vier Bundesländer oder die vier Länder, in denen sich diese Gruppierungen Anfang der 90er, Mitte der 80er Jahre niedergelassen haben. Bürgerkrieg in den Libanon war so das ausschlaggebende Kriterium. Und wir stellen schon fest, dass es Verbindungen gibt zwischen den Familien innerhalb dieser Länder, dass man sich austauscht, dass man sich besucht, dass man Geschäftsinteressen miteinander austauscht. Die Provinz Mardin im Südosten der Türkei. Von hier stammen die meisten Großfamilien in Deutschland. Viele Menschen hier haben arabische Wurzeln. Früher gab es häufig Konflikte mit dem türkischen Staat. Das Dorf Raşdir mit 700 Einwohnern. Ursprungsort für einen großen Teil der Mitglieder der Clans. Viele flohen einst von hier über Beirut nach Westeuropa. Deshalb gelten sie in Deutschland oft als Libanesen. Wie stark die Verbindung noch immer ist, zeigt sich auf dem Friedhof. Hier soll eine Frau aus dem deutschen Miri-Clan beerdigt werden. Dieses Haus wird von einem Clan-Mitglied aus Hannover gebaut. Er gehört auch zur Miri-Familie und erzählt von seinen Verwandten in Bremen. Sie bekommen ja eine Art Gehalt dort, also Sozialhilfe. Und ihre Kinder arbeiten. Allah sei Dank hat sich unsere Situation hier deshalb deutlich verbessert. Und meine Kinder besitzen jetzt einige Hotels, auch eine Tankstelle. Zum Glück geht es mir jetzt sehr gut. Clan-Mitglieder in Deutschland bestätigen solche Geschäfte. Sie kommen aus Deutschland und gehen in die Türkei. Reisen immer hin und her. Er war selbst vor einiger Zeit in Bremen. Deutschland steht auf der Seite der Armen. Ich war 3 Monate lang dort, habe auch dieses Gehalt bekommen. Allah sei Dank. Wir haben uns dann einen Fernseher gekauft. Das ganze Dorf lebt vom Geld aus Deutschland. Von dort kommen immer wieder Familienmitglieder zu Besuch. Sozialhilfe, Einnahmen aus Drogenhandel, Schutzgelderpressung. Hier werden sie verbaut. In der Dortmunder Nordstadt haben die Clans vor ein paar Jahren Fuß gefasst. Wegzug und Verelendung schufen soziale Freiräume, in denen jetzt die Kriminalität blüht. In keiner deutschen Stadt wird mehr Kokain konsumiert als hier. Den Handel beherrschen die Clans. Vor ein paar Jahren ist auch Walid Omayrat in die Stadt gekommen. Womit genau er sein Geld verdient, darüber will er nicht sprechen. Früher saß er längere Zeit im Gefängnis. Er soll einen Konkurrenten mit mehreren Messerstichen schwerst verletzt haben. Heute lebt er ruhiger. Aber sein Name hat im Viertel immer noch Gewicht. Hier ist ein neuer Laden, wird aufgemacht hier. Ist von unseren Freunden. Und
Die Jungs sind alles Bekannte von uns, unsere Jungs. Ne? Und das ist die Glück für diese Jungs. Und die sind auch respektvolle Jungs von uns. Auch von Türkei. Salam alaikum. Es unsere Jungs, wir stehen hinter. Hier ist mein Bruder auch. Leute helfen. Ja, ist kein Problem. Der ist unter unserem Schutz. Wenn ich es sage, kann er auch für mich kriegen. Ja, ich bin immer da. Wir sind immer zusammen. Alles zusammen. Wenn uns jemand ans Bein pinkeln will, dann kommt unser großer Abi und er sagt, Leute, wir schlichten. Ja, danke schön, danke. Ich bin hinter euch. Die Clans haben ihre eigene Rechtsprechung. Jamal El-Zein ist ein sogenannter Friedensrichter, die moralische Instanz für gut 10.000 Clanmitglieder. Nach seiner Überzeugung ist er wichtig für die deutsche Gesellschaft, weil er dort hilft, wo der Rechtsstaat an den Regeln der Clans scheitert. Weil wir die Angelegenheiten regeln können, die der Staat nicht lösen kann. Wenn ein, zwei Leichen auf den Boden fallen, klären wir das innerhalb von 2 Wochen. 2, 3, 4 Wochen und wir lösen das. Wir sind doch eine Sippe. Wir sind als Großfamilien unter uns. Er ist überzeugt, ohne dieses System der Paralleljustiz wären die Auseinandersetzungen unter den Clans noch viel gewalttätiger. Dann hätte es in Essen schon 50 Tote gegeben. Wenn Sie eine Situation haben, wo sich eine Subkultur bildet, die versucht, ihre eigenen Regeln umzusetzen, durchzusetzen gegen die Interessen des Staates, wo man den Staat als Ordnungsfaktor für das Regeln einer sozialen Gemeinschaft bewusst ablehnt, negiert, wo der Staat eben nicht mehr regelt, sondern die Community selber regelt, dann ist das ein Nährboden, in dem organisierte Kriminalität entstehen kann. Eigentlich ist das westfälische 30.000 Einwohnerstädtchen am Rande des Ruhrgebiets kein typischer Schauplatz für Clankriminalität. Doch inzwischen reicht der Arm der Großfamilien auch bis hierher. Beim örtlichen Fußballverein zeigt sich heute, wie präsent die Omeirats sind. Jeder Spieler trägt den Familiennamen auf dem Trikot. Heute müssen wir das Spiel machen. Wir hätten nie gedacht, dass wir da was aufbauen können. Ne? Hat sich immer so ergeben. Haben sich zwei junge Männer unterhalten, zwei Cousins da. Habt ihr nicht Lust hier und da? Dann habe ich denen gesagt, Jungs, was ehrlich, ich bin dabei. In der Kreisliga treffen Welten aufeinander. Gestern und heute des Ruhrgebiets. Wir haben extra für unsere muslimische Gäste Halal und extra für unsere deutsche Gäste auch Schweinefleisch dabei. Auf dem Spielfeld zeigt sich beispielhaft, was man den Clans in der Gesellschaft vorwirft. Mit dem Recht des Stärkeren, alle Regeln zu missachten. Der Omeirat-Torwart fault einen Stürmer. Der Spielführer der Clan-Mannschaft eilt zu dem am Boden liegenden. Doch statt ihm zu helfen, versetzt er ihm noch einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Schiedsrichter stellt den Torwart vom Platz. Den eigentlichen Schläger aber lässt er straflos davonkommen, was vielleicht mit dessen Namen und seinem Auftreten zu tun hat. So gewinnt man Spiele. Schiedsrichter bedroht man und dann gewinnt man auch Schiedsrichter. Ja, aber ist wirklich so. Nein, Sie lassen sich beeinträchtigen. Der Vierer kommt, der haut unseren 16er in die Fresse. Fragen Sie ihn mal. Dann hat er Sie so angerannt, dann haben Sie Angst, ihm eine rote Karte zu geben. Natürlich, das hat jeder gesehen auf mir. Das ist nicht auf der Kamera. Sieg hier zwei. 10 Spiele, 10 Siege. Inzwischen ist die Gewalt der Clans aber auch auf den Straßen der Kleinstadt angekommen. Die örtliche Autowerkstatt gehört dem Kapitän der Fußballmannschaft. Nachbarn erleben hier im Juni 2017 die unerwartete Eskalation einer Fehde. Boah, jetzt pass drauf! Jetzt schießt er auch noch! Wer schießt? Der an dem Ball. Erdenschreck, was geht hier ab? Anlass der Schießerei ist eine Auseinandersetzung in der Rapper-Szene. Der wollte nur Angst einjagen. Der wollte nur jetzt Ruhe. Weißt du, was ich meine? Der wollte einen Cut schließen. Was ist dann passiert? Dann ist die Situation halt eskaliert. Jetzt geht's runter. Für einige Clans ist Rapmusik inzwischen eine wichtige Einnahmequelle geworden.
Die Familien kämpfen darum, wer bei welchem Musiker als Schutzmacht abkassiert. Jeder Rapper in Deutschland, jeder, ausnahmslos, hat einen gewissen Background, Rücken. Ja, man sagt Rücken dazu, warum auch immer. Der ihn schützt vor Äußerlichkeiten, vor anderen Menschen, die sich an ihn bereichern wollen. Das ist Security, Sicherheit. Wir sorgen für seine Sicherheit. Es ist nötig, es ist nötig in Deutschland. Weil es kommen die Haie, das ist ein Haifischbecken. Ja, und du bist so eine kleine Kaulquappe, was auch immer, und dann schwimmen Haie um dich herum. Du brauchst doch einen Background, du brauchst Leute, die für dich einstehen. Das ist der Hauptangeklagte, Hamad 45 aus Essen. Grund für die brutale Auseinandersetzung ist ein Streit unter Rappern. Scheiben und Türen des Imbisses im Plenterwald wurden beschädigt. Der Betreiber des Imbiss gehört einer palästinensischstämmigen Großfamilie an und war eine Zeit lang Manager des Rappers Bushido. Bei einer Schlägerei am Dresdner Hauptbahnhof sind am Abend zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Rapper Aziz 21 war bei der Schlägerei in Dresden dabei. Er gehört zum Miri-Clan in Berlin und singt über die Kämpfe auf der Straße. Im Interview spricht er über seine Erlebnisse nur zögerlich und indirekt. Aber seine Andeutungen reichen, um sich ein Bild vom Leben im Clan zu machen. Ja, so, wenn Leute kommen aus woanders, die wollen uns provozieren, dann können wir auch auf jeden Fall auch anders, ne? Sag mal so, jetzt rede ich nicht von meiner Familie, sondern von jemand anderes, wo ich gesehen habe. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand verratet von einem anderen Typen, die werden ihn halt wehtun, ne? Die Verteidigung der Familienehre steht über allem. Sag mal zum Beispiel, er stecht jemanden ab von der Familie, von irgendwelchen Leuten. Da kannst du auch auf jeden Fall zum Tod. In der Popkultur werden die gewalttätigen Auseinandersetzungen und die kriminellen Geschäfte inzwischen gefeiert. Ich bin Gangbanger. Kriminalität als Kulturereignis. Für viele junge Clanmitglieder wie Khalid Liri ein Weg, sich Anerkennung zu verschaffen. Er gibt sich in seinem Video unter dem Künstlernamen Da Pharao als Kokaindealer. Der Job, über den Khalid Liri singt, Tarek macht ihn wirklich. Er gehört zu einem Clan aus Neukölln. Mit seinem Koks-Taxi liefert er frei Haus. Bestellt wird per Handy von Kunden aus allen Schichten. Friedrichshain, der Schönhauser Allee, die Gegend. Prenzlauer Berg halt. Ganz normale Leute, so wie euch. Warum machen Deutsche dieses Geschäft? Deutsche? Deutsche sind fleißig in der Schule. Die meisten, oder nicht? Die leben ja nicht von Hartz IV. Die meisten, die von Hartz IV leben, sind ja Araber, Türken. Und wer nicht mit der Schule weiterkommt, fängt irgendwas auf der Straße an aufzubauen. Im Bezirksamt Berlin-Neukölln hat man erkannt, dass die Geschäfte der Clans den Rechtsfrieden gefährden. Denn sie schrecken auch nicht vor brutalsten Verbrechen zurück. Es geschieht auf offener Straße und vor aller Augen. Ein Mann wird totgeschlagen, vermutlich mit Baseballschlägern. Die Anwohner sind erschüttert. Am Boden liegend wurde weiterhin mit dem Baseballschläger auf den Kopf eingeprügelt, der derart zertrümmert war, dass er einem Unfallopfer glich. Selbst Beamte werden eingeschüchtert. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes will lieber anonym sprechen. Es gab in der Vergangenheit auch Vorfälle, dass insbesondere Polizeibeamte auch in ihrer Freizeit bedroht wurden. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Die Kollegen waren dann so mutig, haben weitergemacht, haben sich davon nicht einschüchtern lassen. Aber ich könnte gut verstehen, dass wenn man dann plötzlich merkt, dass vor der Schule, wo die eigenen Kinder dann auch unterrichtet werden, immer wieder dasselbe schwarze Auto steht und deutliche Botschaften sendet, dass man dann schon auch vielleicht den Druck so ein bisschen rausnimmt. Mit Razzien versucht man, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Ihr Ziel ist weniger der ganz große Fang als der Wunsch, es der Szene in Neukölln mit Nadelstichen unbequem zu machen. Schönen guten Tag. Wo ist denn hier der dem Laden gehört? Wer ist denn das? Der Chef?
Diese Shisha-Bars, diese Wettbüros, das hat schon so eine Art Wohnzimmercharakter für diese Menschen. Man trifft sich dort mit Freunden, man empfängt dort Geschäftspartner. Ja, es nervt nichts mehr, als wenn dann womöglich da gerade in einem netten Gespräch oder bei einem gemütlichen Fußballgucken dann plötzlich die Ordnungsmacht durch die Tür kommt. Und hier oben jetzt durch. Es sind einige Leute, die, sag ich mal, eine Vergangenheit, kriminelle Vergangenheit haben. Berlin ist wie ein Dorf, man kennt sich halt, ne? Bei der Razzia gehen den Beamten zwei Koksdealer ins Netz. Wie sich herausstellt, zwei Flüchtlinge. Die kleine Tüte hat er runtergeschmissen und der Rest war am Mann. Noch während der Razzia versuchen zwei junge Männer, die Kleindealer zu erreichen. Kurz darauf steigen sie in ihr Luxusauto und brausen davon. Flüchtlinge werden immer häufiger als Handlanger der Clans eingesetzt, berichtet Tarek, der selbst als Drogendealer unterwegs ist. Na komm, ich erzähl's dir einmal so. Ein Flüchtling, ja, von so einem Land zu einem anderen Land zu kommen und einfach einen Platz zu dealen, kann er nicht. Da gibt es Großfamilien, die einfach packen und sagen so und so. Machst du für mich und dann bekommen eine Menge und verkaufen es für den. Und die bekommen ihr Taschengeld. Die Hintermänner zu belangen ist oft schwer. Susan Wettley ist eine der wenigen Staatsanwälte, denen das gelungen ist. Täter aus dem Clan-Milieu zur Verantwortung zu ziehen. Sie führte die Anklage bei einem der spektakulärsten Verbrechen Berlins. Den Raubüberfall auf das KDW. Die Täter gingen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Wie in anderen Prozessen auch, haben die beteiligten Großfamilien immer wieder versucht, Zeugen zum Schweigen zu bringen. Die müssen gar nichts mehr konkret tun. Die bauen einfach durch das, was sie im Vorfeld getan haben, durch verbale Äußerungen, hier und da gab es dann eben mal Körperverletzungshandlungen, so eine gewisse Drohkulisse auf, die von sich aus wirkt. Dass wir dann wissen, ich sage hier was aus, gegen jemanden, der schon mal jemanden schwer verletzt hat, getötet hat, oder der einen Bruder, einen Cousin, einen Onkel hat, der bereit ist, sowas zu tun. Das ist menschlich wahnsinnig nachvollziehbar, dass man dann Angst hat, auszusagen. Der Ruf der Clans trägt zu dem Gefühl bei, unangreifbar zu sein. Wir können nichts dafür, dass wenn Menschen Taten gesehen haben, die wir, unsere Fehler gesehen haben, und dann vor Gericht nicht wiedergeben. Wir können nichts dafür. Die sehen dann halt vielleicht von der Zeitung überspitzt, dann sagen die Zeitung, ja, der ist von diesem Clan und der ist von diesem Clan und der ist von dieser Familie und dieses Mitglied. Und dann kann ich nichts dafür, wenn ein Zeuge die Zeitung liest und sich denkt, dann da sage ich lieber nichts oder sich plötzlich nicht mehr erinnern. Kann ja passieren, ist ja zufällig. So müssen Staatsanwälte oft damit leben, dass Verbrechen der Großfamilien nicht gesühnt werden können. Aber selbst wenn Zeugen auf den Rechtsstaat vertrauen und aussagen, sendet die Justiz mitunter das falsche Signal. Wir merken schon, dass wir vielfach nicht ernst genommen werden, was auch einfach daran liegt, da haben wir schon Probleme im System, dass wir sie erstens natürlich sehr schwer ermitteln. Wenn wir sie ermitteln, bekommen sie, gerade wenn sie unter 21 sind, relativ milde Strafen noch. Und dann landen sie häufig im offenen Vollzug, sodass sie für eine schwere Straftat gar nicht so richtig spüren, was passiert. Da muss man vielleicht ansetzen. In den Augen der Clans ist die fehlende Härte ein Zeichen von Schwäche. Wenn der Richter der Meinung ist, in diesem Moment, seine Dummheit, wenn er für seine Dummheit mussten wir nicht leiden, weißt du, was ich meine? Wenn er dafür, wenn er sagt, ja, Hassan P. oder Hassan M., wird jetzt für Drogenhandel zu ein Jahr Bewährung verurteilt, habe ich den Richter gesagt, dass er ihn ein Jahr geben soll? Dann habe ich einen guten Anwalt gehabt. Das ist Demokratie. So läuft die Demokratie. Ob es den Menschen passt oder nicht, das ist euer Land, eure Gesetze. In Berlin streut die Clan-Kriminalität inzwischen. Aus den klassischen Brennpunkt-Stadtteilen in Viertel mit bürgerlichem Milieu, wie die Gegend um den Kuhdamm. Wer hier der Platzhirsch ist, darum könnte es bei der Auseinandersetzung gegangen sein. Auch drängen anscheinend immer mehr Familien der Clans aus Kreuzberg und Neukölln in die Innenstadt. Und in dieses Landhaus im idyllischen Buko zog mit seinen 13 Kindern der Clan-Boss, der Familie R.
AfD wird neben dem Mord in Britz auch mit einem spektakulären Banküberfall und dem inzwischen schon legendären Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum in Verbindung gebracht. Die Beute ist verschwunden. Doch den Behörden fiel irgendwann auf, dass ein Sozialhilfeempfänger erstaunlich viele Eigentumswohnungen kaufte. Die Staatsanwaltschaft teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass 77 Häuser, die seinem Clan gehören sollen, beschlagnahmt wurden. Es ist der bislang größte Schlag gegen die Clankriminalität. Ein neues Gesetz ermöglicht es, Vermögen zu beschlagnahmen, wenn der Verdacht besteht, dass es illegal erworben wurde. Die Clans kämpfen dagegen mit ihren Anwälten, Ende offen. Essen hat sich über Jahre zur Clan-Hochburg in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Die neue Landesregierung setzt dem jetzt eine Null-Toleranz-Strategie entgegen. Polizisten aus der ganzen Region werden zusammengezogen. Der Druck auf die Großfamilien ist enorm. Kleinste Delikte werden konsequent verfolgt. Diesen Lamborghini-Fahrer zieht die Polizei aus dem Verkehr. Der Mann stammt aus Berlin. Wegen eines versteckten Messers wird er sofort in Gewahrsam genommen. Der Wagen beschlagnahmt. Wie lange der Staat diese personalintensive Strategie durchhält, Antwort offen. 4 Wochen nach dem Anschlag sind bei dem Friseur auf der Sonnenallee die Scheiben erneuert. Der Mann hatte den Mut, die Polizei zu rufen und die Angreifer anzuzeigen. Doch er fühlt sich vom deutschen Rechtsstaat mit den Tätern aus den Clans allein gelassen. Ich warte die Polizei, was macht da? Aber die Polizei, wir muss ein bisschen schneller arbeiten. Das ist nicht so langsam. Warum? Ich weiß nicht. Ich sehe diese Leute. Sie sehen diese Leute? Ja, ich sehe diese Leute. Ja, jeden Tag, ja. Zur Wahrheit gehört auch, natürlich sind nicht alle Mitglieder dieser arabischen Großfamilien kriminell. Und die Parallelwelt, die da entstanden ist, ist auch ein Ergebnis verpasster Integrationspolitik und mangelnder Auf- und Ausstiegschancen. Darüber können Sie nach unserer Sendung auch live auf Facebook mit unserem Filmautor Olaf Sundermeier diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Meinungen. Und jetzt schauen wir noch mal kurz nach Hamburg zu den Tagesthemen. Karin Mioska, ihr habt heute vor allem neue Umfragewerte im aktuellen Deutschlandtrend. So ist es. Ja, dass die SPD geschrumpft ist und mittlerweile sogar unter die 20% gefallen ist, daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Aber nun verliert auch die Union und rutscht erstmals seit langer Zeit unter die 30%-Marke. Gleich bei uns in den Tagesthemen. Danke für die Vorausschau nach Hamburg, Karin Mioska. Und das war Kontraste im Ersten, liebe Zuschauer. Auf Facebook senden wir jetzt aber weiter. Da beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Clankriminalität. Wir haben einen Staatsanwalt zu Gast. Mischen Sie sich gerne ein und diskutieren Sie mit. Das nächste Politikmagazin hier im Ersten Fakt gibt es dann am nächsten Dienstag. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss, auf bald.